Ark ist super hyperaktiv, weil er zu viel gegessen hat und so und sich total freut, dass das Leben so schön ist. Und dann fällt ihm ein, verdammt, er muss ja Mylin treffen. Verdammt Scheiße. Ah, donk, donk, donk. Guten Morgen und hallo zu Terranigma. Und wir gehen mal schlafen, damit wir es hinter uns haben. Denn, ist jetzt nicht unbedingt mein Traum. Für andere vielleicht schon, aber so ein präpubertierendes Mädchen abends zu treffen, ist jetzt nicht unbedingt, was ich will. Also so gesehen, naja, was soll's. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. So. Und gehen wir mal schlafen. Ich muss das Einzelzimmer nehmen, natürlich. Das mit dem komisch hässlichen Bild. Was ist da überhaupt drauf? Es ist creepy. Ark schläft gern und viel. Aber dann auch ein paar Tage überhaupt nicht. Das ist, kenne ich ein bisschen. Das ist bei mir mit allen Sachen so. Irgendwie so voll übertreiben oder untertreiben. Yay! Was ist Balance? Okay, ab sofort gehen wir. Im Dunkeln nach Liotto! Mal gucken, die schläft auch nie. In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Immer, immer. Weil sagen die überhaupt was anderes? Ja, nee, sagen nichts. Okay, langweilig. Gibt's ja irgendwelche anderen Party-People? Das kennen wir alle schon. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nur ein Ticken. Ja, da müssen wir jetzt leider hin zu der Liebesstadt. Warum lässt sich Ark überhaupt dazu bequatschen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir können doch mal zum Fußballfan gehen, jetzt wo ich gespeichert habe und sowas. Vielleicht schläft er ja schon, aber glaube ich nicht. Du weißt nicht, was Fußball ist? Hahaha. Ja, guck mal, du hast dafür ein langweilig eingerichtetes Wohnzimmer. Der Sohn ist der Einzige mit dem Zimmer und Büchern. Was für eine langweilige Mutter. Geht auch nur feiern. Okay, ich hab's echt versaut mit ihm. Also, das Spiel manchmal macht es einen auf Dragon Quest, wo du nichts falsch sagen kannst und manchmal nicht. Was soll's. Aber nachts, da ist nicht viel anders, würde ich mal sagen. Hier, sie hat ein bisschen... Das ist ein bisschen wie so Thumbnails bei YouTube heutzutage. Am Tag steht es sehr ausgelassen mit Stimmung, aber nachts... Aber nachts ändert sich auch nichts. Das sind wie diese... oh nein, mir ist etwas passiert, Thumbnails. Und dann klickst du drauf und dann... Mir ist passiert, dass ich heute keine Zahnpasta mehr hatte. Und ich musste Zahnpasta nachkaufen. Also so richtig so... What? Die Einwohner von Nachtsang pflegen seltsame Rituale. Das war ja die Pinguine, ne? Rituale waren das jetzt aber nicht. Naja. So redet man schlecht über Ausländer und dann denkt jeder was Schlechtes. Wenn ich nämlich jetzt so irgendwie sage, mein Nachbar, der macht Sachen und alle so, was ist das wohl? In Wirklichkeit trennt er seinen Müll und geht Blut spenden. Weißt du? Naja. So kann man Sachen halt verfälschen. Wir gehen mal. Wir haben mal nachts, das haben wir selten. Ark. Ark. Jemand. Ark. Mach das mal bei WhatsApp oder sowas. Irgendwie als Messenger oder bei Twitter oder was auch immer. Irgendjemanden einfach nur den Namen Fragezeichen und dann den Namen nochmal. Also so. Wie heißen denn heutzutage Leute? Björn Stefan? Nein, warte. Justin? Nein. Wir haben vor 10 Jahren Deutsche ihre Kinder genannt. Vielleicht irgendwie Harry oder so. Benjamin. Ich glaube sowas, ne? Benjamin war sehr beliebt. Also Benjamin? Fragezeichen. Benjamin. Punkt. Also irgendjemanden. Und dann sagt mir bitte mal in den Kommentaren, wie die Reaktion war. Ich liebe das. wenn ich dann rausfinde, wie die Welt so funktioniert. Das müsste ich eigentlich auch mal machen, aber ich nehme jetzt auf, ne? Also ich habe eine Ausrede. Was ist mit euch? Ihr faulen Säcke. Ark. Ja, Jesus? Oh, du bist nur... Ich dachte jetzt wirklich, Jesus ist da. Ich wollte gerade ein Gläubiger werden. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Ugh. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Du kennst das doch gar nicht. Ah ja, falls für alle
ich meine, ich wollte es jetzt ein bisschen für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das ist Melina aus der Unterwelt. Oh, what a twist. Seit du gingst. Gingst ist ein sehr seltsamer. Ich liebe diese ST-Wörter, muss ich zugeben. Die versucht Autocorrect immer zu korrektieren. zu verbessern. Und dann denke ich immer, nein, da, ich schreibe jetzt bitte das Richtige. Mir fällt jetzt gerade keins eins, aber gingest oder gingst halt. Ne? Und schreib mal gingst. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auf jeden Fall mein Autocorrect ist dann das kleine Bitch. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Krysta. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Ich war selten an deiner Seite, just saying. Dein Zimmer war auch langweilig. Bisschen wie der Fußballtyp, du hattest nur eine Sache und das war Weben. Außerdem, warum hast du nicht mit den anderen gewebt? Du bist ein bisschen elitär und ein bisschen eingebildet. Nur weil du die Tochter bist von der Hauptweberin? Just saying, Melina, ich habe andere Leute getroffen. Ich weiß, das ist jetzt schwer für dich zu entscheiden. Aber ich kenne da, ne? Kannst du fliegen? Just saying. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Ark. Oh. Frag mich mal. Du hattest wenigstens eine Mutter. Geh weg. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Und ich habe nachgeguckt, natürlich, wie versprochen. Terranigma, ich glaube es kaum, weil qualitativ ist es ein Rückgang. Und das tut mir leid, dass ich das jetzt sage, jetzt, ne? Quinto? Quintett? Ja. Warte mal, was? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, Terranigma kam nach Illusion of Time. Boom! Mein Hirn, boom! Weil ich habe Terranigma zuerst gespielt. Wahrscheinlich, weil meine Freundin Illusion of Time bekommen hat. Aber ich war mir so sicher, dass Terranigma. Das, so kann es auch passieren, ne? Ist halt Kindheit und so. Aber Terranigma, ich liebe Terranigma, ne? Ich liebe es. Es ist mein Lieblings von den dreien Teilen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, Illusion of Time hat eine höhere Qualität. Und rein alles, grafisch und sowas. Aber jetzt, hä? Und bei kleiner Spoiler, bei Illusion of Time gibt es sogar Sexanspielungen. Nee. Also war viel erwachsener und sowas. Das wundert mich im Nachhinein ein bisschen. Aber okay, werden wir ja dann sehen. Vielleicht ist das auch eine Nostalgie-Sache. Diese Sache von, deine Erinnerung passt sich dem an, was du dir einredest. Deshalb ist ja Psychologie so wichtig bei uns im Leben. Und das könnte auch sein. Wir werden es mal sehen. Oh mein Gott, ich dachte, ich kriege jetzt einen Blowjob. Nein! Jesus, bist du vielleicht... Okay, oh nein, von dir will ich nicht. Ark, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Ich denke auch nicht wirklich an Melina. Ark, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Sowas ähnliches habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist mir auch schon mal passiert. Das ist einfach... Du erwiderst es nicht, bist aber kein Arsch. Ark war ja nie ein Arsch zu Mylin. Er ist sogar jetzt gekommen, abends, um sie zu treffen. Er ist ein super netter, großer Bruder, so gesehen. Und bei mir war das ähnlich. Ich bin nie ein Arsch gewesen und trotzdem wird man dann gehasst. Und ich verstehe, warum. Es ist nur super unfair für mich dann in dem Moment, weil ich kann nur verlieren. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Er hat's nie gesagt. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist ein riesen Negativ von diesem Spiel. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ich liebe dieses Spiel, aber diese Liebe zu Melina hat Ark nie gezeigt. Er hatte nie irgendwie... Du musst zwar mit ihr sprechen, aber du könntest fast ins Loch springen, ohne mit Melina überhaupt noch gesprochen zu haben. Also ich habe nicht das Gefühl, ich weiß nicht, wenn ihr es anders seht, schreibt ein bisschen in die Kommentare. Er hat nicht wirklich mir das Gefühl gegeben, dass er Melina liebt. Aber scheinbar ist er halt einfach ein bisschen rallig oder so. Ich meine, selbst als er Melina an der also die andere Melina getroffen hat, war er nur ein bisschen verwirrt und das war's. Hallo, Ark kann sprechen. Ark hat einen Charakter. Ihr könnt ruhig ein bisschen zeigen, dass er irgendwie geil auf Melina ist. Er hat sich von Frauen hier küssen lassen. Also, ich meine ja nur. Ja. Tschüss. War was? Oh. Guck mal, jetzt schon wieder. Er hat nicht mal irgendwie gesagt, Mylin, warte.
sieh das doch nicht so oder irgend sowas. Ihm ist das vollkommen egal. Guck mal, er guckt. Er ist eine coole Sau. Chronoträger hat das richtig gut hinbekommen, muss ich zugeben. Also die ganzen Sachen, Gefühle und Reue und Hass und alles. Also richtig gut. Und hier ist es so ein bisschen, das ist alles noch wichtig, ne? Keine Sorge. Und Marlene ist jetzt erstmal weggelaufen, weil sie gerade ihre ersten Tage hat oder so. Egal. Es ist schon wieder hell, warum auch immer, was ist passiert? Hilfe. Ark hat jetzt erstmal, was hat er gemacht? Was ist dazwischen passiert? Euer Fanart? Nein, oh nee, warte, das müsst ihr woanders hochladen wahrscheinlich dann. Gut, das war's. Oh, und jetzt haben wir überhaupt nichts dazugelernt. Ich weiß, wo wir als nächstes hin müssen, aber woher weiß ich, dass wir da hin müssen? Hallo Katze! Warst du nachts auch da? Ich weiß es gar nicht. Das ist ja jetzt blöd. Mal gucken, ob vielleicht sagen die nochmal was. Oder? Mutter ist zum Karneval, so können es mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ja, die Mutter freut sich bestimmt, dass du umsonst deine Betten gibst. Ich meine, die Mutter benutzt bestimmt wahrscheinlich auch umsonst Betten, wenn ihr versteht. Lol, lol, lol. Okay, wir müssen nämlich jetzt, nachdem das passiert ist, müssen wir zum Hafen. Das war's. Warum auch immer. Ja, ist einfach so. Haben wir es alles kopiert? Wenn wir nicht unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? Jetzt, komm. Intro Ark. Hallo, Ark, das wäre so cool gewesen. Zu viele gestandene Männer, aber kein mit Mumm. Hä? Was? Ich möchte mich einfach nebenstellen. Guck mal. Ich bin größer als wie die anderen. Hallo. Aber du siehst sehr breit aus. Bist du einfach fett oder was ist das? Deine Beine. Wow. Wow. Just saying. Ich guck weg. Nun, der Chef sollte gehen. Ah ne, die reden ja anders. Ey, der nächste Turm ist schien im Osten des Meeres mit dem Monster. Viele sind verschwunden. Wir können nicht mehr zur See fahren. Alles begann als Turmmaschinen. Okay, ich mach's. Komm. Du Fremder, du willst uns helfen? Wenn du die Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du? Natürlich. Ihr Feiglinge, überlasst die Angelegenheit nur mir. Seht ihr? Er ist so ein Angeber. Na? Er ist einfach ein Charakter. Ehrlich, du tust es fantastisch. Wenn du bereit bist, geh an Bord. Ich werde dich zum Turm bringen. Jo, machen wir. Los geht's. Ahaha. Hallo. Hallo, ich bin an Bord. Soll ich hinten? Okay. Was bin ich, Beifahrer oder? Ich bin an Bord, Bitch. Los geht's. Ich bin ganz heiß drauf. Wirklich arg, wirklich. Er weiß selbst nicht mehr, was er will, weißt du? Ark kann nur noch. Das ist wie diese Thriller. Oh, ich kann nur töten. Was soll ich nur tun? Du kannst mit mir ein Leben aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ah, oh, du bist diejenige, die mir Liebe gegeben hat. Oh, schon gut. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Warum muss ich nochmal? Er hat gesagt, geh aufs Boot und wir fahren los. Ich gehe aufs Boot und muss ich nochmal mit ihm sprechen. Es ist redundant. Es ist so ein bisschen, kannst du mal bitte meine Zeit auch irgendwie ehren. Gehen wir zum Turm. Einfach nur Turm. Ich habe immer noch Wein da. Ich weiß nicht warum. Geister. Eigentlich ist es egal, was wir an. Träum. Wir haben gerade geschlafen. Jetzt, wir müssen nicht noch mehr schlafen. Hui! Hui! Das ist der Turm, der erschienen ist. Und da konntet ihr euch um nichts kümmern. Okay. Spring einfach. Guck mal. Er hat. Also Ark stinkt so richtig. Er hat so eine stinkende Aura um sich jetzt. Weil Fisch. Hoffentlich kann er bald baden. Das gibt's dann aber nur bei OnlyFans. Bade. Au! Au! Fucking hell! Okay, ich muss was anderes machen. Ich kann sie nicht so kaputt hauen. Na kommt! Au! Oh. Interesting. Konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, willst du mich? Ja. Schon gut. Wir heilen uns. Keine Sorge. Haha. Haha. Ich bin so.
Okay, das war ausnahmsweise mal cool. Ich habe ihn angetäuscht. Lul. Hier sind aber Fische, die uns töten wollen und im Weg stehen. Und ziemlich einfach zu besiegen sind. Vielleicht, weil ich so ein geiles Level habe. Kleiner, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das stimmt nicht. Ich habe nämlich immer noch nicht gelevelt. Oh, die Abwehr nimmt ab. Ui. Bin ich verflucht oder was ist das für ein Zeichen? Das kenne ich nicht. Das ist kein arabisches Alphabet. Das ist mir jetzt zu... hier, Fluch. Brauchst du jetzt nicht. Hä? Vergiftung? Das brauchst du jetzt nicht. Serum. Tödliche Vergiftung. Das brauchst du jetzt nicht. Was brauche ich dann? Ich habe nichts weiter. Eine Orchidee. Ausgerüstet. Nein. Was wollte ich sagen? Egal. Ich meine, ich bin ziemlich getroffen worden. Ekelhafte Fische. Ekelhafte Fische. Ganz viele. Oh mein Gott. Nur der eine kann getroffen werden. Die anderen spucken mich an. Oh, wow. Feige Sau. Wo ist er? Fängt das schon wieder an? Das ist ein riesengroßer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du feige Sau. Und vor dir haben die Angst jetzt? Sind nie wiedergekommen? Achso, ich muss ihn rankommen lassen. Oh, wie im richtigen Leben. Und dann dreht man um und macht's. Weißt du, so Schüchterne. So funktionieren Schüchterne im Leben. Oh shit, das war knapp. Lässt man sie so rankommen? Und... Oh nein. Die anderen sind im Weg. Als wie in einer Gruppe, weißt du, eine Gruppe von drei Mädels. Und die eine ist schüchtern und sagt sie so, ah, der ist ja voll süß. Und die anderen Mädels so, der ist voll kacke, geh weg, ey. Und dann lässt sie dich nicht ran. Warte, ah! Könnt ihr bitte einfach saufen gehen? Warte mal, ihr seid Fische. Ah, ich bin gesprungen, ich Idiot. Oh mein Gott. Hört auf, mich zu nerven. Kann ich... Da oben, endlich. Komm jetzt. Ach. Oh mein Gott, ist das nervtötend. Wie habe ich das als Kind geschafft? Ist ja gut. Hört mal auf, mich anzuspucken. Da. Ah! Von Valley getroffen? Die haben Namen? Das sind Männer? Ach, er ist so schüchtern. Von Valley getroffen. Oh, die werden richtig groß. Kann ich da Luft holen oder so? Oh mein Gott, ich springe immer. Warum springe ich immer? Ich brauche gleich eine. Einfach nur, wo wir schon mal dabei sind. Oh, Leute. Ah, das war fies. Ich war noch in meinem Kasten. Komm jetzt. Oh mein Gott. Ich habe schon mal gesagt, Schüchternheit ist nicht attraktiv. Und das ist noch schlimmer, finde ich. Witzige Idee auf jeden Fall. So. Das ist doch super. Nein, lass mich raus. Nein, lass mich raus. Oh mein Gott. Das war kacke. Was wollte ich sagen? Das finde ich noch schlimmer, dieses... das sind ganz viele süß. Das war zum Beispiel in Cartoons und sowas so. Ah, wenn sie dann so ankommen und dann ganz niedlich weggehen. Meine Fresse. Hat mir Wally auch noch geholfen. Deine eigenen Leute haben dir den Tod gebracht. Als die Aura des Todes den nächsten Turm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Wirklich... Nixen sind zu nichts zu gebrauchen, oder? Nix. Nixen. Weil, wow, das war ein Fisch jetzt. Konnt ihr den nicht umkreisen oder sowas? Ich meine, ich war jetzt clever und habe einfach Wally benutzt. Aber ich dachte, ich wollte mich mal reinschmeißen lassen. Ich wusste nicht, dass er stehen bleibt. Voll überrascht so. Wow, du bist voll gegen die Wand gedonnert. Und ich so, ja, bam, tot. Tschüss. Alle weg.
Ja. Eigentlich soll man Spielberater 25 und sowas haben in Spanien. Ja, hätte ich euch jetzt nicht erzählen sollen, ne? Aber eine Herausforderung. Oh mein Gott, bist du nackt? Nein. Also. Ich meine, das ist Wasser. Hab Dank, es gibt noch viel zu tun. Menschen sind auf See so hilflos. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, dass wir ihnen helfen. Okay, die letzten paar Wochen ja scheinbar nicht. Moin, bist du die Königin? Einst war ich auch ein Mensch. Oh, ein Fischi, guck mal, ein Fischi. Oh, süß. Tschüss, Fischi. Ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen, doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Das ist so gemein, Spiel. Das ist so gemein. Ich meine, sie hat überlebt, irgendwie. Ich meine, es wurde uns ja gesagt, ne? Deshalb, es war schon klar, dass irgendwie sowas passiert. Dass Menschen manchmal Nixen werden und so. Oh, scheinbar nur Frauen. Wow. Ziemlich sexistisch gegenüber Männern, aber okay. Ja, Fisch, ist gut. Du hast ein Problem. Geh mal zum Arzt. Das ist irgendwie OCD. So, als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Nein, sag das nicht. Nein, das ist creepy. So ein 22-Jähriger. Ich bin Geisterbeschwörung. Was sagt mir denn mein Freund, der gestorben ist? Ihr werdet euch bald wiedersehen. Oh, shit. Ark hält den Verlobungsring. Den werde ich verticken. Okay. Wir werden uns bald wiedersehen. Wird er sich jetzt ins Wasser schmeißen und auch sterben? Bitte bring den Ring zu Servas. Ja, ich habe auch keine andere Möglichkeit mehr. Ich war sonst überall. Oh, Schätze zum Clown! Warum habt ihr Schätze? Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Wir sind die Wächter der Meere. Wir sichern das Geleit der Menschenschiffe. Wirklich? Ich dachte, das wären Delfine. Meine Kraft reicht nicht aus, um noch mehr zu tragen. Ich muss zunächst Platz schaffen, um etwas aufzunehmen. Warte. Ich hoffe, er meint jetzt nichts hier. Da sind noch freie Plätze, weil das hatte ich noch nie. Nein, da sind noch freie Plätze. Das heißt, er meint wahrscheinlich dann hier was. Meine Kraft, was könnte das sein? Shit. Eine Orchidee? Das muss eine Orchidee sein, oder? Warte. Möchtest du das anwählen? Oh, warte. Nein. Was soll weg? Orchidee. Nein. Nein. Kann ich eine Orchidee wegschmeißen? Wir probieren das einmal kurz aus. Es tut mir leid, Leute. Ich will einmal ganz kurz ausprobieren, ob man... Das ist jetzt seltsam. Das ist Safe-Set, den ich nie gemacht habe. Das ist creepy. So. Orchidee. 8. Nur einer wird weggeschmissen. Meine Kraft reicht nicht aus, um nochmal zu sagen... Ist das eine Waffe? Wartet, Leute. Das ist ja jetzt richtig. Das hatte ich nie. Vielleicht, weil ich nicht alle mal gekauft habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Nixenturm. Ja, da gibt's eine Waffe. Ich dachte, es ist doch aber noch Platz. Ich kann nicht alles sammeln. Bist du blöd? Hier ist doch Platz. Weil ich muss jetzt was wegschmeißen. Kristallstab. Aber das hat so schöne Erinnerungen. Ja, dann kommt der Hexagonstab weg, würde ich mal sagen. Wir wollen natürlich die neue Waffe haben, oder? Aber hier ist doch Platz. Nein. Probieren wir das mal. Das will ich jetzt... Was soll weg? Ja, der Hexagonstab, das hört sich ziemlich langweilig an. Okay, er ist weg. Für immer. Warum gibt es in der Mitte viel Platz? Ja, das ist wirklich... Ich muss verkaufen. Ich kann nicht verkaufen. Waffe der Meerjungfrauen. Guck mal, +13.
Ah, verliere ich meine Kraftpunkte schon wieder, ne? Trotzdem plus 13, ja, komm. Thanks. Ich bin ein bisschen pissed, dass die in der Mitte nicht benutzt werden. Der Turm ist das Leuchtfeuer der Seeleute. Also, Entschuldigung. Und der Turm ist das Leuchtfeuer der Seeleute. An diesem Ort sammeln sich alle gestrandeten Schiffe. Auch die Seelen der Verstorbenen finden hier ihr neues Heim. Das machen wir doch gerne, wir Nixen. Oh, Entschuldigung. Fischfilet. Alles Leben fand seinen Ursprung im Meer. Vielleicht sind Nixen ja die Urform des heutigen Lebens. Ja. Rede dir das mal ein. Mach dich wichtiger, als du bist. Am südlichen Ende der Welt ruht der sechste Kontinent. Im ewigen Eis. Dort ist der Schatz der Nixen verborgen. Als Dank soll dieser Schatz nun dein sein. Wenn ich überhaupt tragen kann, ne? Hallo. Hab Dank, du hast uns zurückverwandelt. Nimm dieser Zeichen unseres Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich dann mit Magie vor Gefahren schützen. Wasserzauber. Tittenzauber. Ein Schutzzauber. Das kann ich gut gebrauchen, weil ich bin ziemlich sackisch, was das angeht. Oh, kann ich mit euch reden noch? Nein. Tschüss. Danke, dass ihr da wart und jetzt nicht mehr. Aber wenigstens sind sie nett, oder? Wenigstens sind sie nett. Keiner will mit mir irgendwie Vergewaltigung spielen. Also, nette Dinger. Dank deiner Hilfe ist es mehr wieder sicher. Ein Seemann hält sein Versprechen. Dieses Schiff gehört dir. Zum Ablegen musst du nach unten drücken. Nach unten drücken. Drück einfach auf das Schiff rauf. Vor den Hafen an, um anzulegen. Ark erhält ein Schiff. Ich bin nicht stark genug, um das noch zu halten. Ja, da hat Ark einfach mal ein Schiff, ne? Finde ich gut. Ja, danke. Kriege ich auch eine Mannschaft oder so? Ich meine, ich brauche ein Facial. Fahrenhafer mal, okay. Ein Bull kann auch in Häfen anlegen, denk dran. Kann auch in Häfen anlegen. Danke. Ein Bull kann auch in Häfen anlegen, okay. Dank dir kann man wieder gefahrlos fischen. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Drücke nach unten. Okay, ich drück mal nach unten, wenn ich draußen bin. Thanks. Aber einmal reden wir nochmal ganz kurz mit den anderen. Weil da war doch irgendeiner, der hat irgendwas von denen geredet. Oder auch nicht. Es war wahrscheinlich im anderen Hafen. Ich habe ja einen Matrosen in jedem Hafen.